Jo, hallihallo, da wäre ich wieder mal. So, jetzt gibt's was Neues. Die einen, die machen jetzt sicher so und andere freuen sich. Ja, World of Warcraft, was soll ich sagen? Ich habe das Spiel schon früher gespielt, eigentlich seit Release damals. Und ich habe immer wieder mal eine Pause gemacht, wieder gespielt, wieder Pause gemacht, wieder gespielt. Ich war, je nach Addon, war ich ganz, ganz weit vorne dabei. Manchmal bin ich mehr ein bisschen rumgeguffelt, mal war ich PvP sehr aktiv, mal PvE sehr aktiv. Ich habe hier alles schon gemacht, ich habe schon gebottet, ich wurde schon gebannt, ich habe schon fünf Multiboxing-Accounts gehabt, die seht ihr auch hier. Also WoW, ich habe schon so viel gemacht hier. Ich hatte schon mehrere Millionen Gold und. Ich würde sagen, ich bin relativ erfahren. Allerdings habe ich jetzt auch wieder ungefähr 2 Jahre Pause gemacht. Seit meinem letzten Login sozusagen. Und ich würde sagen, ich werde das mal anfangen zu spielen und werde das auch ein bisschen aufnehmen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Also jetzt die erste Folge, die wird vermutlich ein bisschen länger. Wo ich auch ein bisschen detaillierter alles Mögliche mache und aufzeichne und überhaupt. Wahrscheinlich wird die Folge eher langweilig. Ich werde hier wahrscheinlich erstmal alle möglichen Einstellungen durchchecken und so weiter. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich dieses Format gestalten soll. Ob ich hier ganze, also quasi, ob ich hier spielen soll einfach und jeweils dann Folgen machen oder ob ich quasi immer meinen ganzen Tag aufnehmen soll und nachher so ein Timelapse irgendwie machen soll, quasi was habe ich so gemacht oder soll ich einfach nur die Highlights rausschneiden oder ich habe wirklich noch überhaupt keine Ahnung, wie was ich hier genau auf YouTube stellen werde. Ich würde aber sagen, ich fange einfach mal an und ja, let's go, spielen. Bin ich gespannt. Ich glaube, ich muss euch das eine Video noch zeigen. Ich habe mich vorher nämlich einmal eingeloggt, damit ich kurz die Grafik- und Soundeinstellungen etc. einstellen kann. Was war das zurück? Genau, Videos, weil die Videosequenz, wo ich das Spiel gestartet habe, da kam so ein geiles Video und da war ich richtig wieder im WoW-Modus und ich muss euch das zeigen. Vielleicht geht es euch auch so. Ich würde einfach sagen, Battle for Azeroth, let's go! Ich bin so erstaunt, wie. Also, Blizzard kann echt gute Animationen und so machen. Die haben ja auch einen ganzen Film gemacht hier, World of Warcraft. Aber einfach diese. Wir leben in einem Kreislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet. Oh ja. Und wir haben vergessen, Sylvanas ist was mega geil uns stark gemacht. macht. Schulter an Schulter! Rückt geschlossen vor! Lordaeron wird uns gehören! Mein König, jetzt haben wir sie. Endrange-Modus. Krieg Gänsehaut, Mann.
war das Action. Full Hold! Der Sound, Hammer! Das ist gut am Schnetzeln, wie es scheint. Ich krieg so Gänsehaut. Mega geil. Mega geil. Wow. Okay. Battle of Azeroth. Ich habe mir das Add-on noch nicht gekauft. Ich bin gar nicht sicher, welcher Account das ist. Ich glaube der hier. Passwort bin ich mir auch nicht sicher. Doch, das ist der hier. Alles klar. Ich habe mir das Add-on noch nicht gekauft. Ich dachte, ich spiele erstmal so. Weil ich wollte einen neuen Charakter machen, weil ich habe jetzt so lange Spielpause gemacht. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwie ein 100er oder 110er einfach weiterspiele. Und ich werde mir dazu auf jeden Fall auf... Ich weiß auch schon, wo ich spielen werde, und zwar auf Eredar. Eredar? Wo ist Eredar? Eredar, hier. Weil ich habe hier eine Freundin, die auch auf Eredar spielt, und ich würde sehr, sehr, sehr gerne Dings spielen, Gnome, weibliches Gnömchen, aber sie ist leider auf der Hordenseite, daher werde ich auch auf die Hordenseite gehen. Die Frage ist nur, was spielen wir denn? Welchen Charakter? Weil die Orks, die sind halt geil, vor allem die Fähigkeiten und so. Wobei die Fähigkeiten, die machen, glaube ich, nicht mehr so mega viel aus im Endgame. Also das macht nur noch so 1-2% aus. Klar, 1-2% ist was, aber ist es nicht irgendwie die Welt? Und die Frage ist einfach, was genau spiele ich? Weil ich bin wirklich, ich bin so eher der Caster-Typ. Das habt ihr ja schon gesehen, vielleicht von Spellforce oder je nach dem anderen Games. Also so Melee-Krieger und so mag ich überhaupt nicht. Außer Tank. Tank ist geil. Also Tank kann ich spielen, sowohl Krieger als auch Druide. Pandaria hat doch sogar auch schon gespielt als Krieger. Nur meine Liebe, die ist halt nach wie vor auf der Zauberseite. Und die einzige Frage ist jetzt, eigentlich gibt es nur zwei Klassen, die ich spielen werde. Entweder Magierin oder Hexenmeisterin. Weil, beides ist geil. Muss ich echt sagen, ich mag beide. Ich habe sehr, sehr lange, mein allererster Charakter war ein Magier. Mit dem habe ich, keine Ahnung, ich denke, etwa 350 Tage Spielzeit, also reine Spieltage wohl bemerkt, habe ich als Magier schon gemacht.
und Magier mag ich echt mega. Und ja, Hexenmeister, das habe ich dann irgendwann, habe ich den lieb gewonnen wegen den Chaosblitzen, weil die einfach so dieses und dann kommt eine riesige Zahl auf dem Bildschirm. Und darum mag ich den Hexer auch mega. Und ich glaube so overall, der Hexer ist, ich weiß nicht, das sind beides, es sind echt beide geil, Hexer und Magier. Aber ich glaube, ich werde hier als Hexenmeister starten. Ich werde als Hexer starten. Und zwar, jetzt müssen wir nur noch eigentlich die Rasse festlegen, weil Blutelfin. Ich mag halt die Kleinen. Ne? Das ist wie, egal ob jetzt Gnom oder hier Goblin. Ich mag eigentlich diese kleinen Rassen sehr im Vergleich zu den großen. Blutelfin wäre halt auch schick. Troll. Ja, Troll ist halt eine geile Fähigkeit. Ihr setzt Berserker ein, Angriffs- und Zaubertempo erhöhen. Was hat der Ork? Kann wütend werden, um den verursachten Schaden zu erhöhen. Das ist halt auch geil. Aber ich glaube, Troll. Tempo erhöht. Tempo ist auch nicht schlecht, je nachdem. Ach, welchen Charakter. Das ist immer dasselbe Theater. Was für ein Charakter spiele ich? Wie nenne ich den? Ich hoffe, mein Name ist frei. Das werden wir gleich als nächstes rausfinden. Aber. Soll ich einen Goblin machen? Machen wir so einen kleinen Goblin? Weil normalerweise habe ich halt eher die. Habe ich eher die Gnome. Also Gnome ist meine absolute Favoritenrasse. Ich glaube, ich nehme den Kleinen. Ich nehme den Goblin. Den müssen wir nur anpassen. Und zwar, was haben wir hier Schönes? Wir haben einmal Hautfarbe. Entweder einen grünen, hellgrün, dunkelgrün. Da gibt es ganz viele verschiedene Grün. Aber so Hexenmeister, ich würde sagen, wir machen sowas Gul'dan-mäßiges, sowas wirklich so grün. Entweder das oder das, keine Ahnung. Vielleicht eher das, das sieht schon ein bisschen, oder der. Weiß nicht. Das wirkt so ein bisschen freundlicher und das wirkt so ein bisschen. Das ist mir fast zu grün, das ist mir zu normal. Das ist auch eher normal, aber ein schönes Normal. Vielleicht nehmen wir das. Gesicht? Ich will irgendwas Süßes. Ich will eine herzige. Blau? Was haben wir denn für Frisuren? Ja, wir hoffen, hoffentlich haben wir cool. Eigentlich ist die Frisur schon geil. Ah, die haben die. Ah. Das ist so eine ähnliche Frisur, wie es bei den Gnomen auch gibt, okay? Ich schau mal durch, also das wäre eine Möglichkeit. Das mit den Zöpfchen, das ist auch eigentlich okay. Weil Frisur kann man grundsätzlich auch noch ändern, das wäre nicht so das Problem. Ich nehme die erste hier. Ist ganz okay mit den zwei Zöpfchen hinten. Oder wollen wir die zwei Zöpfchen oben? Wir nehmen die zwei Zöpfchen hinten, komm. Wir nehmen die da. Haarfarbe, ja, was haben die für Haarfarbe? Weiß ist schon mal geil. Dunkel, blau, grün. Das ist mir zu crazy, da solche Farben möchte ich nicht, aber entweder schwarz, weiß. Ich glaube, ich nehme die dunkle Farbe. Dunkel, Ohren. Was sind die denn da für Ohren? Zu groß. Die haben nicht alle große Ohren. Das sieht so halbwegs vernünftig aus.
glaube, ich nehme die Ohren da. Die sehen fast am vernünftigsten aus. Gesicht bin ich irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Ich will ja noch mal schnell durchchecken. Ja, komm. Lila ist auch schön. Das gefällt mir auch gut. So, jetzt versuchen wir. Eiste, ist der Name frei? Ist er frei? Ich versuch's mal und... Nein! Eiste Gaming. Yes! Das ist verfügbar. Alles klar. So. Der große Punkt ist, ich werde gleich noch... Ich glaube, ich muss zuerst mal rein, oder? Wenn es mir recht ist. Ich glaube, ich muss mich erstmal einloggen, damit der Charakter quasi verfügbar ist. Weil ich muss nachher die... langen Ladescreen. Dauert ziemlich lange. Gut, ist der allererste Spielstart vielleicht darum. Seit Generationen haben die gewitzten und listigen Goblins Kesans in Frieden gelebt. Obwohl einige ihres Volkes sich während des Zweiten Krieges den marodierenden Orks anschlossen, haben die meisten Goblins während der zahlreichen Konflikte zwischen Allianz und Horde ihre Neutralität bewahrt. Stimmt. Das von korrupten, doch äußerst wohlhabenden Handelsprinzen regierte Volk schuf sich auf den Inseln der südlichen Meere ein wahres Paradies. Und mit Hilfe ihrer genialen Ingenieurskunst und riesigen Handelsflotten machten die Goblins ihre Inselhauptstadt Kesan zu einem technologischen Weltwunder. Doch nun, wo die Elemente sie ihren Zorn spüren lassen, wird das mechanische Paradies der Goblins auf die Probe gestellt. Denn schon bald wird das Schicksal sie zwingen, in einem Konflikt Farbe zu bekennen, der die Zukunft der Welt zeichnen wird. Ja. Okay, ich bin gerade am Studieren. War das Menü, das war auch nicht immer so. Mein UI, das ist mir allgemein zu klein. Wenn wir wahrscheinlich. Ja, der Text geht so. Mir ist das alles ein bisschen zu klein. Aber es gibt doch eine Interface, gibt es doch eine Skalierung, oder? Da muss ich da alles durchgehen. Ne? Schnell plündern auf jeden Fall. Ich habe die ganzen Optionen, die gehe ich dann irgendwie ein anderes Mal durch, aber was wichtig wäre... genau, hier die ganzen Leisten. Ich suche die Dings. Es gibt irgendwo gibt's eine Skalierung. Bin ich doof? Oder war das nicht hier? War das bei der Grafik? Weil ich sehe das kaum. Das ist mir irgendwie zu... Ist das System? Ich glaube zwar nicht, oder? Kontrasthelligkeit. Ah, hier UI-Skalierung. Warte mal, ich muss das jetzt schon zwei, dreimal testen. Das ist irgendwie immer noch gleich. Hä? Ich hab das Gefühl, es ist alles gleich geblieben, oder? Oder bin ich jetzt doof? Interface? Nee, System war das ja. Aha, warte mal, ich muss das wahrscheinlich noch anklicken, ne? Genau. Ja, genau so. Für ein bisschen Blinde wie mich. Ist das ziemlich gut. Ich weiß nicht, eins, das ist das... Das geht auch noch. Aber so diese Größe, das ist so diese Größe, die ich mag. Und ich finde es gerade geil, dass meine Tastenkombinationen, die sind immer noch gespeichert. Die sind immer noch drin. Haben die hier denn einen Briefkasten? Das wäre schon mal die erste gute Frage. Gibt es hier irgendwo einen Briefkasten? Ich will die Quest noch nicht anklicken. Lass mal schauen, ob wir hier... Da! Post! Briefkasten hat's! Perfekt! Weil... das Einzige, was ich mache... Ich werde... vielleicht ins Gasthaus gehen, wäre nicht schlecht. Ist das gar kein Gasthaus?
dachte, das ist ein Gasthaus. Hab's so wild. Ich möchte kurz checken, weil ich weiß, dass ich Level Gear habe. Weil wenn ich schon bei 1 anfange und quasi so von 0 auf 100 beziehungsweise 110 oder 120, keine Ahnung wie hoch das inzwischen ist, hochleveln muss, möchte ich, wenn's geht, Level Gear verwenden. Ich muss gleich mal meine Charaktere durchchecken auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer was noch hat. Ich gehe die einfach mal kurz durch. Wahrscheinlich laden die Screens jetzt alle ein bisschen länger beim ersten Mal, weil wie gesagt, ist das allererste Mal, wo ich mich hier einloggen tue. Ich bin auch noch gar nicht sicher, ob ich das live streame oder ob ich das nur auf YouTube mache. Eigentlich könnte ich das auch streamen. Soll ich das streamen? Müsste ich aber irgendwo noch ein Fenster finden für die Chatbox und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Überlege noch. In der ersten Folge, das ist sowieso, das ist eher so die Einstellungen und Level Gear schicken und. Und ich werde dann nach der ersten Folge, wenn dann alles mal bereit ist, bevor ich auch mit der allerersten Aufgabe anfange, es lädt ultra lange, ne? Krass. Bevor das bereit ist, werde ich nachher auch noch die erste Aufnahme kurz anschauen und halt die Settings checken und mit dem Sound und so weiter, ob da alles okay ist. Helden der Allianz, ich schreibe euch in Azeroths dunkelster Stunde. Die brennenden Armeen der Legion kehren aus dem Schlund der Hölle zurück. Okay. Ich glaube, die Garnison, brauchen wir die? Gibt es die noch, die Garnison? Wieso sind wir so nahe dran? Man kann doch irgendwie... Ich möchte gerne viel weiter wegzoomen. Warte mal. Das ist nämlich auch... Das ist schon wieder die erste Einstellung, die so ein Muss ist, nämlich Kamera. Ja, nie anpassen ist schon richtig, aber wie kann ich denn... Warte mal, das war eigentlich Tastaturbelegung. Und zwar Kamerafunktionen. Hier. 9 und 6, alles klar. Ja, genau. So, da haben wir nämlich auch ein bisschen Übersicht hier. Wo ist mein Inventar? Inventar, wo bist du? Bin ich doof? Ah, da. Okay, hier ist glaube ich nichts, was wir verwenden können, oder? Markenzeug etc. bla bla. Es ist ganz viel Gerümpel. Aber wir haben hier nichts. Nichts irgendwie Account-gebundenes oder so. Nee. Ich weiß noch gar nicht, ob wir hier kurz zur Bank gehen. Ich glaube, ich muss halt die Bank auch kurz checken. Ich bin mir noch überlegen, gibt es hier eine Bank? In Pandaria, Pandaria war, ihr seht ja ungefähr auf welchem Stand ich da bin. Also eben so Pandaria sagt mir noch was, Lich King, also eigentlich alles vor Pandaria ist mir sowieso klar. Und nach Pandaria habe ich dann noch ein bisschen gespielt, da war ich dann aber eher so am Kuffeln, nicht wirklich am Raiden. Und ja. Aber ich muss jetzt glaube ich mit jedem Charakter kurz die Bank kontrollieren, weil irgendwo auf irgendeinem Charakter ist nämlich das Level Gear versteckt. Aber ich weiß nicht auf welchem. Das ist eine gute Frage. Wo ist mein Level Gear versteckt? Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt eh schon alle Charaktere durchgehe, ich könnte mal auf allen Charakteren die Spielzeit anschauen. Dann weiß ich mal, wie viel ich schon WoW gespielt habe, weil das wird auf jeden Fall zu viel sein. Brauche ich da nämlich was zu schreiben. So. Aber ich hoffe, dass die Ladescreens jetzt nicht jedes Mal so ewig lange dauern. Das Einzige, was sein kann, was ein bisschen stört, wobei ich glaube nicht, dass das was ausmacht, weil ich bin hier im Hintergrund, bin ich noch was am Rendern. So.
Wo war die Bank? Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Ich bin so richtig verloren im Moment. Gibt's hier überhaupt eine Bank in Dingsbums? Warte mal, wir können die ja ansprechen. Schön, euch zu sehen. Und zwar, wir suchen eine Bank. Die Bank befindet sich auf der zweiten Etage auf der rechten Seite. Bleibt auf dem Boden. Zweite Etage ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Und ich habe nicht zugehört, was sie gesagt hat, rechts, links, aber ich glaube... Bankier. Ich kaufe und handle. Diese Bank ist leer, alles leer klar. Wohl. Gut, dann können wir nämlich hier mal ausloggen. Dann ist der Charakter, der hat schon mal nichts. Ich glaube, die haben alle nichts, weil ich bin mir echt am Überlegen, wohin habe ich mein ganzes Level Gear geschossen. Wohin habe ich das Zeug geworfen? Okay, es hat zumindest schon schneller geladen. Ich schreibe euch in Azeroths dunkelster Stunde. Die brennenden Armeen der Legion kehren aus dem Schlund der Hölle zurück. Ruhe da. Ich weiß das schon. Hier haben wir keine Bank, ne? Baupläne. Haben wir in der Garnison eine Bank? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe das schon so lange nicht gespielt. Ah, hier kommen wir zur goldenen Laterne. Das war ja in Dingsbums da, ne? Ja. Ich glaube, hier war keine Bank. Ich habe auch 7 Millionen Hexenmeister hochgelevelt. Ah, und ich habe vorher mit dem anderen Charakter schon vergessen, die Spielzeit aufzuschreiben. Stimmt, da war ja noch was. Da wollte ich noch was Kleines machen. So. Dann gehen wir da hoch. Ja. Die Gnömchen, die sind einfach so ultra süß. Ich liebe die Gnömchen. So. Ihr seid Bank, zum okay. Richtigen Bank ist Ort leer. Gekommen. Inventar ist auch leer. Alles klar. Lebt für eure Träume. Was ich jetzt aber schnell mache ist, war das mit Play It, oder? Genau, mit dem haben wir nicht so viel. Hier habe ich, ich schreibe nur die Tage auf, die Stunden nicht. Hier habe ich 6 Tage. So. Dann, bei dem muss, kontrolliere ich nur noch schnell die Spielzeit, das habe ich nämlich vorher nicht gemacht. Ich frage mich, wo mein Level Gear steckt. Irgendwo ist mein Level Gear. Gibt es das überhaupt noch? Vielleicht haben sie das auch rausgepatcht. Keine Ahnung. Hier, Play It. Hier haben wir, also 5 Tage 23 Stunden, das werde ich auch aufrunden auf 6 Tage. Ich tue das so ein bisschen runter, weil beim einen vielleicht gibt es mal Auf- oder Abrunden. So, hier ist der nächste. Ich glaube, das Level Gear ist nicht hier. Ich glaube, das ist eher entweder auf einem Bankchar oder auf dem ehemaligen Hauptcharakter. Das würde zumindest am meisten Sinn machen, sonst keine Ahnung, wo das, Helden der Allianz. Wo das sein könnte. Ich schreibe ja, euch ich in Azeroths dunkelster Stunde. Die brennenden Armeen der Legion kehren aus dem Schlund der Hölle zurück. Irgendwie hat sich das gerade aufgehängt hier ein bisschen. Ah, jetzt. Okay. Gut, was haben wir hier? Hier im Inventar ist schon mal nix. Dann schaue ich hier auch schnell Play It. Hier haben wir auch 6 Tage. Das sind ein bisschen die 6-Tages-Charaktere. Das ist nicht wirklich viel, ne? 6 Tage, das ja, haben wir in der Woche auch. Na gut, in der Woche nicht ganz. Ein bisschen schlafen und ein bisschen was anderes tun muss ich ja auch noch. Und das ist, glaube ich, schon der dritte Hexenmeister, oder? Wieso habe ich so viele Hexenmeister? Ihr seht schon, ich mag Hexenmeister. Kann ich euch helfen? Hier ist auch nichts, alles das klar. Licht segne euch. Hier ist auch nichts. Hier ist der nächste Hexenmeisterin. Ja. Ein Hexenmeister nach dem anderen. Irgendwann sind wir durch. Das nehme ich auch selber so wunder, ne? Was habe ich da von früher noch so rumliegen? Helden der Allianz. So, ja, ich schreibe euch in Azeroth. Da können wir auch gleich. Okay, hier ist auf jeden Fall auch nichts.
Was haben wir? Play. Ja. Jetzt hat es mein Play-It unterbrochen. Ja, das Schlimme ist einfach, und genau darum werde ich auch einen neuen Charakter anfangen. Bis man hier wieder alles drin hat, ne? Wo ist was, welche Knöpfe, welche, also die Tastaturbelegung, die habe ich sogar noch einigermaßen im Kopf, muss ich sagen. Etwas? Okay, hier ist auch nichts. Sie ist in Ehren, Freund. Play it. Auch 6 Tage, okay. Aber bis man die ganzen Funktionen, welche Mounts und Haustiere und überhaupt, bis man da alles durchgekäut hat. Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Gekäut, das ist, glaube ich, eher Schweizerdeutsch. Das heißt, wie kauen, quasi, wenn man etwas gekaut hat. Genau, gekäut ist gekaut. Habt ihr was gelernt? Ja, meine Magierin. Ich weiß nicht mal mehr, welches meine Hauptcharakterin war. Ich glaube, ich war... Hey, what? Wood? Ja, das ging einfach zu. Hä? Macht's das neue Öffnen automatisch? Es ist irgendwas am Laden. Ich hab da auch schon was. Ja, okay. Okay. Genau, wurde unterbrochen. Gut. Jetzt habe ich es dann wieder falsch angegeben. So, jetzt aber, komm. Login. In Realm einloggen, ja, okay. So. Hier waren wir bei der Magierin. Wahrscheinlich ist das... Aber, dass es jetzt schon das erste Mal abgestürzt ist, das irritiert mich ein wenig. Ich frage mich, ob ich irgendwo noch Gold rumliegen habe oder habe ich alles verschenkt, wo ich aufgehört habe? Warte mal, hier können wir auch gleich nach Fort Vryn. Wo ist denn das zum Teufel? Hä? Okay, hier ist das Inventar schon mal voller, aber ich sehe hier auch kein Level Gear. Wo zum Teufel ist denn Fort Vryn? Da war ich noch nie. Also doch, ich muss ja da gewesen sein. Ich habe den Ruhestein mal dort gesetzt, aber... Hä? In Warlords of Draenor? Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch gespielt, das Add-on. Wow, die Ladezeiten. Das ist irgendwas. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt überhaupt? Ja, weg. Helden der Allianz. Ich schreibe euch in Azeroths dunkelster Stunde. Die brennen. Wieso habe ich eigentlich Post? Das ist auch geil. Ich hab Post nach irgendwie 3 Jahren nie eingeloggt. Gleich mal schauen, was haben wir denn? Post? Was haben wir denn schönes? Bier des Monats, ja, danke schön. Aha, weißt du was? Wir sind ja ein Magier. Wir können auch schnell nach. Jetzt bin ich etwas irritiert. Ah, gibt's denn noch? Den geilen Tauren, ne? Das ist mein Lieblingsspielzeug gewesen hier. Das und der Weltenschlumpfer. Ihr da, untersucht dieses Geräusch. Untersucht dieses Geräusch. Das ist mein absoluter Favorit. Den ihr da. Ja, und natürlich den Weltenschrumpfer. Weltenschrumpfer, um den Gnom noch kleiner zu machen. So, ich habe zwar schon die Befürchtung, dass die Bank hier ebenfalls leer sein wird. Die Quests hier sind mir irgendwie ein bisschen zu groß. Vielleicht muss ich das UI doch kleiner machen. Aber ich weiß noch nicht, wie klein genau.
Weil wir können einfach fliegen, oder? Aber oben kommen wir nicht rein. Was sind wir hier überhaupt zum Teufel? Wir sind nicht da, wo ich sein wollte. Hallo! Ich suche eine Bank. Auf dann! Ah, doch, wir sind ja da. Ich sitze noch, falls ich irgendwann mal wieder mit dem einlogge. Ich wollte gerade Gastwirtin hier. Ihr seid herzlichst willkommen. Den Ruhestein hier setzen. So. Grüße. Hier. Ah, da ist schon mal was. Okay, alles klar. Sogar, ich habe hier das Thunder Fury und was ja mega geil ist, ne? Das Set hier, das war so schön und ich freue mich so, wenn die Classic-Server rauskommen und man wieder das Naxxramas-Gear holen kann. Weil, soweit ich weiß, kann man nach wie vor das Naxxramas-Gear kann man nicht holen. Wird mir nie jemand nehmen können, sozusagen. Was ist das für eine Säge? Okay. Die sieht einfach sexy aus. Und natürlich das Thunder Fury, was ich hier am Start habe mit dem Magier. Hier sieht es irgendwie ein bisschen nach Level hier aus, muss ich ehrlich sagen. Weil hier sieht es zum. Nee. Was haben wir hier für Zeug? Nee, das ist einfach. Ich glaube, das ist. Was ist denn das? Ach, das war von den. Ich glaube, von den Time. Das war doch von den Timeruns das Gear, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, von was das ist. Ich glaube, das ist von den Timeruns hier, das Gear. Okay, also. Aber hier auf jeden Fall auch kein Level Gear. Wo ist denn mein Level Gear zum Teufel? Das muss ja irgendwo sein. Was haben wir hier? Play it. 244 Tage, da haben die schon mal ein bisschen mehr am Start. 244 Tage, leck mich, ey. Das ist ziemlich viel Spielzeit. So, nächster Charakter. Marulani, meine Druidin. Ich glaube aber, die Druidin, da bin ich sogar ziemlich sicher, dass die kein Level Gear hat, aber ich werde sie trotzdem kurz checken. Irgendwo muss das Zeug sein. Hier diese Einstellungsfolge, die dauert. Helden der Allianz. Ja. Ich weiß, ich will nicht. Alles klar. Hier kommen wir auch nach Fort Brin. Ich will aber nicht nach Fort Brin. Ich will nach Dings. Wie komme ich vor allem von hier? Ha, shit. Gastwirtin? Nein. Ich will nicht zu diesem Fort Brin. Ich will irgendwie nach. Boah, wieso leckt das so? Haben wir den nächsten Game Crash veranstaltet hier? Aha. Okay, nee, es hat einfach. Ich glaube, das Spiel ist immer noch so ein bisschen beschäftigt mit Laden und so. War hier irgendwo eine Bank? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass hier keine Bank ist in dem Dings. Was ist das? Was liegt an? Ist ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Schön, euch zu sehen, Kommandant. Oder waren hier irgendwo Portale, dass man weg kann? Ich glaube auch nicht, ne? Hä? Weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich nach. Auch zu diesem komischen Fort Vrin komme. Oder doch? Wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Inventar? Hier ist auch nix. Hier ist auch nix, seltsam. Ich bin etwas irritiert. Wo habe ich denn mein Level Gear? Ist natürlich eben, das ist 2 Jahre her, ne? Keine Ahnung. Die große Frage ist, gibt es hier einen. Gibt es hier einen, mit dem wir reden können, der uns irgendwie Auskunft gibt? Ich glaube nämlich nicht. Wo sind wir da überhaupt? Auf der Map? Fort Brin. Das ist auf jeden Fall nicht. Zum Teufel, ich habe
keine Ahnung, wo, wie, was überhaupt. Braucht ihr etwas? Sturmschild, das war doch die Hauptbude, oder? Also ein Sturmschild weiß ich mir nicht leisten. Ah, Mist, ich kann mir das nicht mal leisten. Ja, wie kommen wir denn da hin? Mögen eure Reisen sicher sein. Wieso kann ich hier nicht fliegen? Fällt mir da ein Flugskill oder wie? Ja, aber ich bin mir zu 99% sicher. Warte mal, ich mache hier nur schnell Play it. 31 Tage. Ich mache hier nur. Warte mal, ich kann eigentlich ins Gasthaus gehen. Vielleicht irgendwann werden wir sie spielen. Dann ist sie wenigstens erholt im Gasthaus. Wäre eins. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auf den Druiden ist kein Level Gear. Die habe ich nämlich nur zum LFR und Tanken und je nachdem für irgendwelche Speedruns und so benutzt. Aber ich glaube nicht, dass die Bären. Helden der Allianz. Dass hier irgendwie Level Gear ist. Nein, hier ist kein Level Gear. Ja, ich weiß. Ruhe. Die brennenden Armeen. Ich weiß. Haben wir hier Sturmschild? Da könnten wir kurz die Bank kontrollieren gehen, aber ich bin mir auch hier ziemlich sicher, dass da nichts sein wird. Aber wer weiß, ich hab da zum Teil eine Sortierung und eine Logik gehabt, weil man hat ja auch so viel Zeug hier, ne? Das ist unglaublich. Man hat so viel Zeug, dass man da auch je nachdem mehrere Bankcharaktere und so weiter braucht. Ich hoffe, vom Sound her passt alles. Das ist im Moment noch meine größte. Kann ich hier fliegen? Ich glaube, hier kann ich fliegen, oder? Wieso kann ich hier nicht fliegen, zum Teufel? Wo war die Bank? Die Bank, die war irgendwo da oben, oder? War die da drin? War das die Bank? Oder ist das das Gasthaus? Oder Auktionshaus? Oder was ist das Hauptgebäude? Hier ist ganz viel Zeug, aber ne, Rüstmeister will ich nicht. Rüstmeister, Hauptmann, irgendwas. Wo ist hier die Bank? Ich wusste das mal alles so auswendig und jetzt keine Ahnung mehr von nix hier. Schönen Tag auf. So, aber wir können zumindest reiten, das ist ein bisschen schwierig. Die Bank, dann ist die oben. Da unten ist sie ja nicht, oder? Ist sie da oben? Ah, das da, ist das die Bank? Tresor, ja. Bankerin. Kann ich euch helfen? Ja. Bank ist leer. Play it. 5 Tage. Die hat nicht so viel. Aber das summiert sich halt auch, ne? Die ganzen Twinks. Wir haben jetzt 4x6 Tage, 1x5 Tage, 1x31 Tage. Das summiert sich alles. So, und jetzt hier Bank, Miri. Das klingt schon eher nach einem Bankcharakter. Die Frage ist, ob hier irgendwas am Start ist. Wo zum Geier habe ich mein Level hier hingeschmissen? Ja, Stormwind, das lädt jetzt auch wieder ewig wahrscheinlich. Hier waren wir ja noch gar nicht. Ich könnte mal in der Zwischenzeit mein Mein Task Manager anschauen, was hier genauso viel. Das WoW braucht Arbeitsspeicher, aber ist alles okay. CPU braucht sehr wenig, GPU braucht sehr wenig. Es braucht nur ein bisschen RAM, aber sonst eigentlich nichts. So, Bank Miri, was haben wir hier? Hier ist schon mal nichts. Und in der Bank. Hier sind alle Preise angepasst. Ich finde es auch so geil, ne? Es ist irgendwie 2.15 Uhr mitten in der Nacht und egal wo wir bis jetzt waren, überall sind auch andere Spieler noch am Start. So. Grüße. Aha, warte mal. Nein. Okay, die sind alle leer. Und hier ist auch nichts. Okay, seid vorsichtig. Und die glaube auch nicht viel. Die haben ihre nur einen Tag. Das
Ein Tag 18. Komm, ich schreibe mal zwei Tage auf. Ist ja auch ein Char. Ja. Meine Goldtresore. Das war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber früher war es so, dass die. Es gab eine Goldbegrenzung. Man konnte maximal 999.000 Gold haben. Seid gegrüßt. Okay, hier ist nichts. Das Licht segne euch. Ja, hier ist nichts. Und weil man quasi. Oder weil ich so viel Gold hatte, musste ich mehrere Charaktere erstellen, um das Gold zu verteilen auf die Charaktere. Sonst hatte das keinen Platz. Aber ich glaube, ich habe das Gold. Ich habe das alles verschenkt, ey. Scheiße, jetzt habe ich gar nichts mehr hier zum Starten. Was haben wir da? Hier, es sieht auch noch nichts aus. Ich glaube, das war ein reiner Goldcharakter. Jetzt habe ich hier die Playtime nicht angeschaut, aber er war wahrscheinlich auch nichts. So, Anthony, das haben wir durch. Jetzt kommen wir auf Dun Morog. Das war auch lange mein. Ich kann euch nachher noch kurz meine Geschichte erzählen, wie mein. Boah, nochmal so viele. Level Gear klingt schon mal gut. Wahrscheinlich ist es dort. Aber ich klicke hier alles schnell durch. Ich will wissen, ob ich irgendwo noch irgendwas habe, wo ich unbedingt brauche oder. Weil Level Gear kann ja sein, aber vielleicht habe ich irgendwie noch einen anderen Charakter gelevelt und der hat deshalb Level Gear an. Okay, hier ist nix. Priester ist auch geil, Mann. Ein Disziplin-Priester habe ich lange gespielt. Stimmt. Braucht ihr Hilfe? Aber hier sieht es auch noch nichts aus. Ja, hier ist nichts. Die Flügelchen sind fett, ne? Die Flügel sind mega geil. Hier, play it. Was haben wir da? 16 Tage, okay. 16 Tage, notiert und weiter. Bümpchen. Der nächste Charakter. Ja, der wird auch nichts haben. Ich glaube, ich tue jetzt einfach schnell die Dings durchchecken, die. Inventare, aber hier sieht es auch nach nichts aus. Also ich habe schon irgendeinen Krümpel hier, aber nichts, was ich. Weil das Level Gear, das hat eh diese spezielle Farbe. Play it. 3 Tage, okay. Das ist auch eher so eine kleine Mini-Charakter. Shami, der ist. Silberne Sterne, wo war denn das? War das nicht die Hauptbude da? Silberne Sterne. Okay, hier ist schon mal nichts, glaube ich. Anhaben die auch nichts, ne? Aber ich gehe jetzt nicht nochmal alle durch. Aber ich habe nämlich gar nicht kontrolliert, ob die Charaktere vielleicht Level Gear an hatten. Was sagt das hier? Siegel der Weisheit, Siegel der Macht. Ich kaufe und handle. Taschen, aber die sind seriengebunden. Ah, das war glaube ich mein. Was hat der für Berufe? Ich glaube, das war mein Farmchar, oder? Dann hat er auch so viele von diesen Riesensäcken da. Charakter, Berufe? Wo waren das? Wo sind die Berufe? Titel, Ausrüstungsmanager? Irgendwo müssen doch Berufe sein, oder? Allgemein? Nee. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Hier haben wir 16 Tage. Auch ein bisschen was. Ja, eben, das summiert sich halt grausam, ne? Diese hier 4 Tage, da 10 Tage, da 5 Tage, dort 16 Tage. Nächster Charakter. Lädt immer noch auf. Genau, lädt immer noch auf. Was haben wir hier am Start? Hier haben wir was kann ich für einmal nichts und hier ist auch nichts und dann haben wir auch nichts. Gut. Was ist das für ein komischer Charakter? Wieso ist der Stufe 32? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Habt ihr da irgendwie gespielt mit dem überhaupt? 10 Stunden, das notiere ich jetzt mal nicht. Das lasse ich als eine Null. Hier, nice try. Ah, das war, glaube ich, mein Dings, mein PvP-Schurke, kann das sein? Für die Battlegrounds da. Wobei, dann müsste der 19 sein, wieso ist der 15? Ich bin irgendwie irritiert zum Teil, was die... Braucht ihr etwas? Okay, da ist nix, da ist nix. Das Licht segnet. Ein bisschen Müll ist zwar drauf, aber... 4 Stunden, das werte ich auch als 0. Level Gear, so. Aber der Level Gear, der muss jetzt hier was am Start haben, ey. Der muss hier was am Start haben. Mal schauen, was der Level Gear bei sich trägt. So. Level Gear, also an hat er schon mal nix im Inventar. Aha. Ja, hier haben wir das Zeug. Und was haben wir da? Ist da auch noch was drin? Braucht ihr Hilfe? Erbstück, ne? Erbstück sind diese Dinger. Und hier haben wir auch Erbstück. Das war für Platte. Kette. Das war für den, genau, für den Schurken. Irgendwas. Ja, und irgendwas Rufzeugs. Mögen eure auf jeden Fall, Reisen Level Gear ist hier auf Mann. Die Frage ist, was brauchen wir denn? Wieso haben wir denn eigentlich verschiedene? Heroisch? Das wäre für welche Stufen ist das überhaupt? Steht das irgendwo? Und da gibt es noch Aufwertungs... Aufwertung. Ah, 90 bis 100. Aber benötigt Stufe 90 bis 100. Das kann ich gar nicht anziehen, oder wie? Aha. Das kann ich gar nicht anziehen, das Zeug. Aber hier, das ist doch, Leder? Das ist doch Hexerzeug da. Was habt ihr denn noch? Das ist von, Kette, Leder. Genau, das war alles so, ne? Axt. Ah, die Account-Waffen, die sind eher für, höhere Levels. Okay. Aber auf jeden Fall haben wir hier, einen Stab gibt es nämlich auch, zumindest von 1 bis 90 haben wir etwas zum Leveln. Genau, das macht hier Anlegen, erhöht die Erfahrung um 10%. So, dann werden wir das jetzt senden an... Ah, ich muss irgendwas verkaufen. Habe ich irgendwelchen Müll dabei? Irgendwelchen Müll zum Verkaufen schnell. Hier, Gast. Sucht ihr was Bestimmtes? Was können wir verkaufen? Zum Beispiel das da, oder? Halbiert. Das kann weg. Ich tue mal ein bisschen das Haustierzeugs weg. Ich hoffe, ich brauche das nicht unbedingt. Leb wohl. Die Post ist ja auch nicht so teuer, ne? Das sind nur ein paar Kupfer. Das sollte das eigentlich reichen, was wir hier am Start haben. So, an Ice Tea Gaming Eredar. So, hier hin. Und zwar haben wir jetzt einmal... Was gibt's da für Level Gear alles? Ich weiß gar nicht, ob ich alles habe. Also Umhang ist klar, ne? Umhang? Schmuck? Stab? Robe? Schulter? Anderer Schmuck? Gibt's da... Ich meine, für den Kopf müssten wir doch auch was haben, oder nicht? Weil wir haben einen Lederkopf, aber wieso habe ich keinen Stoffkopf hier? Wieso habe ich keinen Stoffkopf? Das ist gerade meine Überlegung. Aber ist egal, wir senden mal das Zeug hier weg. Senden, yes. Okay, tschüss. Und der hat nämlich sonst auch nichts, glaube ich, oder? Und der hat hier played. Der hat eine Stunde, ja, das ist nichts. Okay, und der Müllhaufen? Vielleicht hat der Müllhaufen noch was am Start. Gute Frage, was der Müllhaufen hat. Ah, hier kommt er schon ein bisschen schneller durch jetzt. Ich glaube, die ersten 8
Charakter ging ein bisschen länger. Nee, hier sieht es nicht nach irgendwas aus. Und das hier Licht sei auch mit nicht. Euch. Und an haben wir auch nichts. Und play it haben wir auch nichts. Okay. Gut. Müllhaufen war auch so ein Goldcharakter, keine Ahnung. So, Gorgonash. Ja, Gorgonash. Nächster Server. Ich glaube, wir sind bald durch. Auf den anderen habe ich nicht mehr so viele. Das waren, glaube ich, was waren das noch für Charakter? Boah, hier habe ich auch noch mal. Aber vielleicht, ne, die haben doch auch kein Level hier, oder doch? Hä? Haben die auch noch was? Ich glaube nicht, dass die noch was haben, aber ich kontrolliere mal schnell. Ich kontrolliere mal schnell. Was haben wir da am Start? Wir haben hier nichts. Wir haben auch nichts an. Und in der Bank ist auch nichts. Ehre dem König, Freund. Nee. Seid vorsichtig. Play it. So, was haben wir hier? 5 Tage. Alles klar. 5 Tage. Ausloggen. Tschüss. Weitere 5 Tage. Dann hier. Die wird nichts haben. Das kann ich jetzt schon sagen. Als Stufe 7. Ich weiß gar nicht, wieso habe ich den Charakter in Stufe 7? Macht überhaupt keinen Sinn, vor allem wäre es irgendwie mein etwa 10.000. Magier-Twink. Komm, gib Gas. So. Hier haben wir nix. Da muss ich gar nicht auf die Bank gehen, weil vermutlich war der nie auf einer Bank. Gehe ich mal stark davon aus. Und gespielt haben wir hier auch noch nichts. Okay. Meine Kriegerin, die habe ich auch eine Weile intensiv gespielt. Übrigens, warum die Charaktere so verteilt sind auf den Servern, das hat so ein bisschen mit meiner Historie zu tun, weil ich habe ja also ganz, ganz, ganz früher. So, was haben wir da? Nix. Ich habe ganz, ganz, ganz früher habe ich mal angefangen auf. Schönen guten Tag. Man sieht sich. Auf, wo war denn das? Das war mein allererster Server, der weiß ich nicht mal mehr. Mist, ich habe hier die Play-Time vergessen. War das auf. Das war irgendein PvP-Server auf jeden Fall. Destromaf, genau. Destromatsch, irgend sowas. Hier haben wir 5 Tage, 14. Ich runde das jetzt mal auf 6 Tage von den ganzen Charakteren vorher, die ich nicht gezählt habe. Die haben ja auch alle ein paar Stunden gehabt. Genau, Destromaf, das war mein allererster Horde-Charakter. Und nachher habe ich dann irgendwann auf Destromaf alles gelöscht. Und bin zur Allianz gewechselt. Damals konnte man diese Wechsel und so noch nicht machen. Da musste man wirklich seine Charaktere löschen und neu machen. So, was haben wir hier am Start? Hier haben wir nichts. An haben wir auch nichts. Und hier haben Redet wir mit auch nichts, oder? Nee. Fahrt mit euch! Alles klar. Lay it. 12 Stunden, das zähle ich jetzt nicht. Vielleicht runden wir nachher irgendwo noch was auf. Und nachher bin ich. Ich bin gerade am Überlegen, war ich auf Dun Morog oder auf Perrenwalde? Auf irgendeinem der Server war ich dann, habe dann dort gespielt. Und dann irgendwann nach einer langen Zeit bin ich dann wieder zu einem neuen Ort gekommen. Paladin ist sowieso, also selbst wenn der Paladin etwas hätte. Layet. 10 Stunden. Ja, dann mache ich jetzt hier einen Tag für den von vorher und für den. Das sind ja beide zusammen, sind auch ein Tag. Aber der hat natürlich kein Stoffgear dabei. Und die Jägerin, die wird auch nichts haben. Ich gehe mal davon aus, die hat auch nichts. Ja, und nach Perrenwalde oder Dun Morog kam dann nämlich das andere. Dann war ich dann da eine Weile. Ja, nachher? Wo war ich denn nachher? Was habt ihr denn hier im Start? Seid gegrüßt. Ist gar nichts. Mögen eure Reisen sicher sein.
Play it. 20 Minuten, alles klar. In 20 Minuten Level 56. so. Genau, Gorgonash, das kam nämlich danach. Auf Lothar habe ich, also Lothar und Aegwin und Kult, also Kult der Verdammten, das weiß ich, das war, da habe ich glaube ich einen Twink gemacht, weil ich mit jemandem ein bisschen zusammenspielen wollte. Aber was zum Teufel ich auf Lothar und Aegwin zu suchen habe, das ist mir gerade ein Rätsel. Hier ist zwar mein... Hä? Also offensichtlich muss ich hier doch intensiver gespielt haben, weil Bömpchen war glaube ich mein... Mein Hauptchar? Oder bin ich jetzt doof? Bömpchen war mein Hauptchar? Oder war das ein Twink? Gute Frage. Ich glaube Bömpchen, wir werden es gleich sehen anhand der Spielzeit, aber... Bömpchen, wieso? Also ich weiß, warum der Bömpchen heißt. Aber nicht wieso der auf diesem Server ist. Das ist mir echt gerade ein kleines Rätsel. Eben diese Ladescreens, da ist irgendwie... Ich kann mir wirklich vorstellen, weil hier im Hintergrund, weil ich noch am Rendern bin. Wobei, auf die andere Seite, wenn ich auf meinen Task Manager schaue, die Auslastung ist, ist nicht unbedingt gemaxt. Wobei Zeit. Doch, der CPU ist schon ein bisschen voll. Die Allianz wird durch unsere Hand fallen, während sie vergebens so, versucht. Und meldet ja. Euch bei Hochfürst Sauerfang. Okay, hier ist kein Level Gear. Nee. Hier ist kein Level Gear. Bank? Ist das die Bank überhaupt? Wo sind wir denn da? Doch. Ehre dem König, Freund. Der hat nämlich auch jenstes Zeugs hier im Inventar. Das waren glaube ich noch... Genau, das waren früher noch die Tempo-Pots und so weiter. Ja, der hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Müll am Start, aber... Ja, der war auch geil, der Umhang. Da kommen wir wieder Zeiten in den Sinn, ne? Das war ja die... die Garrosch-Zeiten hier. Ja, das waren schöne Zeiten. Aber das ist auch kein... Und hier haben wir nämlich auch, das ist nämlich das andere Time Run Gear. Seid vorsichtig. Und der hat... Warte mal, hier, das ist doch was jetzt. Aber können wir das schon anziehen mit Level 0? Oder braucht das irgendein Mindestlevel? Ich werde mir das, warte mal, ich kann mir das wahrscheinlich mit dem... Doch, hier haben wir ein bisschen Gold. Hier haben wir ein bisschen Gold. Immerhin, 48.000. Ist nicht unbedingt viel, aber das hilft schon mal. Und zwar Rucksack vergrößern. Ah, alles klar. Das kann ich nachher auf meinem anderen Charakter machen. Aber was auf jeden Fall hilft, ist das Gold, weil dann können wir nämlich je nachdem Spielzeit erwerben. So, wo ist hier ein Briefkasten? Briefkasten. Da. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das da benutzen kann. Ah, das ist sowieso, das ist seelengebunden. Warte mal, das ist seelengebunden. Das kann ich mir gar nicht schicken. Das ist gar nicht accountgebunden. Das sind einfach diese Levelwaffen, die es da gab. Aber das ist keine... Das ist kein Dingsbums. Ich dachte erst schon, das ist Account-Gear, aber das kann ich mir gar nicht schicken. Übrigens hier... Ich muss noch schnell den Stuhl wegmachen. So, jetzt seht ihr das Gold. Hier. 48.000. Yay. Gold kann ich mir nicht schicken, aber oder? Eis, Tee, Eredar. Kann ich mir Gold schicken? Nee, Geld geht nicht zum Senden. Ähm.
Was mich aber echt wundern nimmt, hier gab es doch auch ein Auktionshaus, oder? War das... Warte mal, ich muss mal schnell mit einem labern. Dann kann mir da bestimmt sagen, wo ist das... Wo ist das Dingsbums da? Gibt es hier gar kein Auktionshaus? Komm, wir geben dem mal ein bisschen Gold. Ah! Wieso geht das nicht? Aha, der ist von einem anderen Realm, darum geht das nicht. Okay. Ach, die sind super. Aber habe ich denn nicht einen mobilen Auktionator gehabt oder irgendwas? Shal-Alan, keine Ahnung, wo das ist. Der Blink darunter hat einfach Müll gebracht, aber kein. Haben wir irgendwie einen mobilen Auktionator gehabt? Also ich werde, warte mal, aber von hier aus kann man doch nach Dings irgendwo. Irgendwo ist ein Portal. Wieso kann ich hier nicht fliegen? Das ist mich mega am irritieren. Früher konnte man doch überall fliegen. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Und vor allem, wo waren die Portale? Ich weiß, es gibt hier irgendwo Portale, wo ich mich nach Stormwind teleportieren kann. Wenn es hier schon keinen Auktionator gibt. Wo kommen wir hier hin? Was ist da? Haben wir das Wächters? Nee, oder? Nee. Ja, jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Oder gibt's hier. Kann mir das einer sagen? Warte mal, vielleicht kann er mir das sagen. Tag. Schattenseite, Transportbank, Fiber, Flugmeister, irgendwie das. Schönen Tag auch. Dann würde ich mal sagen. Ich benutze mal meinen Ruhestein, weil Shal-Aran. Wo zum Teufel ist Shal-Aran? Ich habe keine Ahnung mehr, ohne Witz. Irgendwo Legion, da wären wir schon mal. Ich frage mich, wieso ich hier noch, ich sage jetzt mal 50.000, diese 48, das runde ich mal auf. Aber wieso ich hier noch so viel Gold habe? Habe ich das aus irgendeinem Grund zurückbehalten? Oder war das irgendwie ein Transfer-Cap oder was war denn das genau? Okay, da kommen wir irgendwo raus und es hängt wieder und leckt wieder. So, Suramar, aber in Suramar war auch keine Bank. Aber hier kann ich doch fliegen, oder? Jesus Christ, ich muss nachher meinen Task Manager wieder anschauen. Ich hoffe, dass es da rausgeht. Ich hoffe vor allem, ich werde von nichts angegriffen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Kämpfen. Das habe ich total vergessen. Kann ich fliegen? Kann ich fliegen? Nein, ich kann auch nicht fliegen. Aber hier können wir... Hier können wir nach. Warte mal, wo ist denn hier? Nein, da ist wieder Dalaran. Mist. Ich will ja nicht nach Dalaran, das bringt mir ja nichts. Ich will ja zu. Aber in Dalaran, es hat doch da Portale. Ich bin mir sicher, es sind irgendwo Portale. Warte mal, ich tu das mal kurz. Wenn ich ein Dings finde, hier ein Browserfenster. Portale in Dalaran. Ich tue das mal kurz googeln. Währenddem das lädt, werde ich hier schnell.
War das da oben irgendwo? Warte mal, hier geht's nach. Hallo. Nach, keine Ahnung, kann ich nicht mal anklicken. Hm. Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel. Hä? Was ist hier? Warte mal, Portallehrerin, das klingt schon mal. Das klingt zumindest mal nach Portal, aber hier, ich sehe hier keine Portale. Hat sie schon geladen? Aber Dalaran, das ist doch nicht das Dalaran, was ich... Oder doch? Hier, Stadtportale, 1-1. Stadtportale in Hordler finden... Aber wir sind kein Hordler, wir sind alle, oder? Die Allianz gelangt von der Enklave aus... Von der Enklave in Nullmond-Bumpstrings. Wir wollen nach... Wir wollen nach Dingsbums gehen. Von da sind wir gekommen. Was ist hier? Hier ist hier, können wir da rein? Ist das wichtig? Was ist hier? Das sind auch keine Portale, oder? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Aber mir, was mich ein bisschen irritiert, dass mir keiner von diesen Vögeln da Auskunft geben kann. Da muss mir doch irgendwo... Da war die Bank und so weiter. Dann tue ich das Denkmal. Hey! Was ist denn die Schattenseite? Weil die Schattenseite, die war einfach, die war... kann ich da irgendwie reinspringen? Weil ich weiß, es gibt ja... Wir sind einfach zu klein mit dem Gnomen. Aber die waren auch nicht da unten, die Portale, ne? Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass die nicht da unten waren. Oder waren die doch da unten? So, wo sind wir jetzt gelandet? Also ich sehe das übrigens schon, das ist meine CPU, die hier ein bisschen am Limit ist, aber das ist, weil ich im Hintergrund noch was am Rendern bin. Aber ich glaube, jetzt hier in der allerersten Folge ist das auch nicht so wichtig. Oh, aber hier werden wir niemals die Portale finden. Hoffentlich ist das wichtig. Ihr geht mir auf die Nerven. Ey! Es nervt zwar schon ein bisschen, wenn das so laggt. CPU-Auslastung auf 100%, super. Wenigstens tut er was. Ich mach's mal so. Ich bin mir relativ sicher, dass hier kein Level Gear irgendwo versteckt ist. Und darum werde ich jetzt einfach auf den nächsten Charakter weitergehen, weil sonst wäre ich hier ewig lange. 36 Tage. Sonst werde ich hier noch ewig lange suchen und ich finde es ja anscheinend nicht. Sind wir hier nicht im Gasthaus? Ich dachte, Dalaran ist eine Ordensbericht. Wir haben hier so wieder so viel Zeug. Wenn das nochmal laggt, dann werde ich hier mein Dings auf Pause stellen, weil langsam nervt mich das hier. Pause, so. Dann sollte das Spiel hier nämlich wesentlich flüssiger laufen. Check gleich mal den Dingsbums da. Den Taskmanager, ja. CPU von 99% auf irgendwie 30%. Aber ich lasse das mal. Ich keine Ahnung, wie wir hier auf eine Bank kommen. So,
Nächster. Was hat dir? Aber das ist wieder ein Druide, der hat ziemlich sicher, selbst wenn der Level Gear hätte, gehe ich mal davon aus, dass hier kein Stoffgear am Start ist. Champions, es ist ja, Zeit. Ja, ja. Die Allianz wird durch unsere Hand. Ne, wir haben ja auch irgendwie so Levelzeug, das ist aber Seelen gebunden. Haben wir da Gold? Hier haben wir auch 6600 Gold. Habe ich da. Und Play it? 22 Stunden. Ich sag mal einen Tag. Das kann aber eigentlich fast nicht sein, oder? Ein Tag. Keine Ahnung. Okay, da ist hier aber auch nichts. Dann haben wir die Charaktere auch durch. Ich frage mich immer noch, warum die auf diesem Server sind. Mein Interface. Ich glaube, ich werde das doch noch eine Stufe kleiner machen wieder. Bin mir noch nicht sicher, wie groß ich mein Interface machen werde. Hier Aegwin. Aber auf Aegwin, da bin ich mir ziemlich sicher, da ist gar nichts. Ich kann nur schon schauen, was da für Charaktere sind. Den klicke ich gar nicht erst an. Ich glaube, da ist nichts. Ein Kult der Verdammten. Da ist zu 99% auch nichts. Genau, da ist auch nichts. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Eredar. Und dann werde ich die Folge jetzt auch mal unterbrechen. Und bevor wir dann quasi hier starten, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erst noch schnell die Aufnahme checken, ob vom Sound und so weiter alles passt. Vielleicht kann ich mich ja schnell einloggen und mal das Level Gear schon mal anziehen. So, wir müssten ja jetzt Post haben, ne? Post. Hey, ich habe einen Buff bekommen. Geil. Wer hat mich denn gebufft? Wieso laggt es immer noch? So, hier. Kann ich das irgendwie alles nehmen? Ja. So, jetzt haben wir nämlich einen Umhang. Wir haben Schmuck, Stab. Tak. Ja, jetzt wollte ich das gerade wegwerfen, aber ich brauche das. So, sehr schön. Dann haben wir ein bisschen was an, wenigstens. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich dann starten hier mit meinem neuen Hexenmeisterchen und ja, vermutlich werde ich da einen Livestream dazu machen. Ja. Also gut, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Euer Heiste. Ciao.